Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sheltered. Bello sitzt hier so Gewehr bei Fuß, was ist denn da los mit dem Köter? Der möchte halt gerne mal raus, aber wir dürfen es leider immer noch nicht. Ja Freunde, wie sieht's aus? Tag 88, es ist der Hammer. In Wirklichkeit naht das Wochenende, hier naht Tag 89. So einen richtigen Kalender gibt's offenbar nicht mehr in der Postapokalypse. Wahrscheinlich zählt man wirklich nur noch Tag 1 nach dem Ereignis oder so. Was auch immer das für ein Ereignis war. Was hier zu der Situation geführt hat, in der sich die Familie Kramer befindet. Man weiß es nicht. Vielleicht irgendeine Nuklearexplosion, wahrscheinlich muss es irgendwie sowas sein. Eieieiei, alle hocken hier im Bunker. Das geht immer ganz schön aufs Inventar. Gucken mal, wie es hier aussieht. Das passt noch alles. Und Vorratskammer ist auch 146 von 160. Also da ist auch auf jeden Fall genug Lebensmittel vorhanden. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ein Holzplatz, okay. Holzplatz, da gibt's Holz, was okay ist, was okay ist. Ja. Das passt, wir könnten das noch mitnehmen. Haben ein bisschen Alfalfa dabei. Spitzenmäßig. Lass mal die Karte angucken, die müssen eigentlich auch bald zurück sein. Ja, ziemlich bald sogar. Ah, den Holzplatz, okay. Ja gut, die sind zurück, das heißt, wir müssen mal wieder Expedition natürlich starten. Könnten hier mit der guten Margaret losziehen. Mit Margaret und... Ja, mit wem denn noch? Wenn hier mal jemand wach ist, mit Margaret und mit Scott. Nee, Margaret, geh du schon mal hier oben hin. Margaret kann hier schon mal oben hingehen. Und dann können die losziehen. Wie geht's der Guten hier am Funkgerät? Oh ja, die ist ordentlich müde, die müsste auch mal aufs Klo. Naja, wird schon bald. Wird schon bald losgehen. Atzfatz. Okay, Scott geht hier auch nach oben. Vielleicht geht Scott vorne mal auf Toilette. Nochmal schön aufs Klo gehen und dann geht's los. Guck mal. Das kommt weg. Jetzt geht er auf Klo. Unsere beiden anderen kommen auch zurück von der Expedition. Also Margaret und Scott müssen wir gleich losschicken. Was haben wir hier? Der Conny, der kann natürlich trainieren. Die kleine Maria wird auch trainieren. Und auch der Jens wird trainieren. Schade, dass wir den Bello nicht trainieren können. Naja, kommt vielleicht noch. So Apportierübungen oder so Sachen. Oh, guck mal. Sogar ein bisschen Hygiene noch dazu bekommen. Es ist fantastisch. Also, Expedition ausrüsten. Bitte, liebe Margaret, wo bist du da? Und lieber Scott, ihr sollt jetzt mal losziehen. Und ich wäre ja fast dafür, unsere übliche Tour hier zu machen. Oder wir gehen nach. Ah, hier waren wir auch schon länger nicht mehr, ne? Das stimmt natürlich. Aber hier unten in Portway waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Also eigentlich ist Portway wieder dran. Und ja, wir gehen mal hier quasi wieder den südlichen Teil der Stadt ab, so ungefähr. Warte mal, ich hätte ja mal Lust. Wir probieren das hier nochmal mit unserer verbackten Quest. Einfach mal probieren. Ja, probieren geht über studieren. So, und dann geht's zurück. So, okay. Bestätigen. Und wir nehmen mit. Ich mache eine Reise und nehme mit einen großen Rucksack, eine Schutzmaske
Boah, nee. Brauchen wir nicht. Und ein bisschen was, um mich zu verteidigen. Also wir nehmen mal hier eine Granate mit. Und dann ist die Frage, Shotgun oder Pistole. Wir nehmen mal mit. Oder Gewehr geht sogar auch. Wir nehmen mit Pistole. Na. Und nehmen mit, sagen wir mal, 10 Munition. Ja. Okay, ich mache eine Reise nach Portway und nehme mit einen großen Rucksack, eine Gasmaske und eine Pistole. Und das soll es gewesen sein. Okay, tipptopp, los geht's. Dann machen wir mal auf. Machen wir hier so einen Austausch quasi. Oh, ist wie so ein Gefangenenaustausch. Zwei gehen raus, zwei kommen rein. Naja, so wahnsinnig viel gab es jetzt nicht an Wahrnehmung, aber hier die sechs Schutzmasken, schon allein dafür hat sich die Tour gelohnt. Das ist ja der Hammer. Richtig cool. Nee, du sollst nicht duschen. Du musst duschen, bitte. Wo wollen sie denn jetzt hin? Debra. Debra geht duschen. Geht jetzt auch duschen. Naja, hat doch noch funktioniert. War ein bisschen knapp, aber es hat funktioniert. Alles gut. So, dann kann sie noch ein bisschen trainieren, weil sie eh nicht auf Expedition gehen kann, weil ihr der passende Expeditionspartner aktuell fehlt. Aber nicht so schlimm. So. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen ums Inventar hier kümmern. Es geht nämlich alles langsam, aber sicher vor den Bello. Vor die Hunde, wollte ich sagen. Guck mal, hier ist auch schon wieder fertig. Na. Ah ja. So, dann gucken wir mal. Recycling Output. Nehmen wir uns alles. Und gucken mal, wie es aussieht jetzt hier mit unserer Jukebox. Die wollten wir uns bauen. Die bauen wir uns jetzt mal, Freunde. Na klar, kommt. Macht der Conny. Nee, das macht die Melissa. Ach, müssen wir natürlich noch mal ein bisschen einen geeigneteren Platz finden als hier unten. Stellen die erstmal hier hin. Gehen dann aber mal auf Schutzraum umgestalten und bauen das Vorratsregal schon mal hier runter. Guckt mal. So. Und dann kommt die Musicbox hier oben hin. Zum Einschlafen zum Beispiel. Na, er kann schlafen von mir aus. Ich wollte eigentlich nur hier mal ein bisschen reparieren. Keine Vorkommnisse. Na gut, dann kannst du jetzt auch schlafen gehen. Schade, aber so ist das. Schutzraum umgestalten und die Jukebox hier hin. So. Passt. Jetzt wird hier repariert. Reparieren. So. Nein, noch nicht entdeckt, ist immer gut. Reparieren. Der Conny ist einfach wieder fit. So, das müssen wir auch mal reparieren. Munitionspresse braucht keine Reparatur. Aber wir wollen natürlich auch nebenbei noch ein bisschen weiter recyceln und hauen mal rein. Schrotthaufen. Drei Schrotthaufen auf jeden Fall. Jo. Und in unser zweites Gerät hier hauen wir mal rein. Ja, hier mal drei Laptops recyceln. Jawohl. Gut, tipptopp. Dann würde ich gerne mal ein bisschen Musik spielen. Einfach mal hören, was die hier für Songs haben. In der Jukebox habe ich jetzt hier was übersehen. Ich befürchte es fast.
Und? Ey, das ist natürlich wieder Klassik. Gut. Ja. Gibt's noch andere Musik? Können wir noch was anderes spielen? Komm, wir spielen noch was anderes. Ich glaube, das ist neu. Das klingt wie so ein... Das klingt wie aus so einer 80er-Jahre-Serie, oder? So ein bisschen Miami Vice oder so war es nicht, weiß ich, aber... Ein bisschen 80er-Jahre-Charme war das gewesen. Na gut. Vielleicht gefällt es den Leuten. Und wir brauchen noch ein paar mehr Platten. Das haben wir auf jeden Fall jetzt gemerkt. Das sind noch nicht die Lieder, die Laune machen. Ja. 80er-Jahre, definitiv. So, wir sammeln mal ein bisschen Wasser ein. Weil wir kriegen jetzt auch langsam Probleme mit dem Wasser, wenn es jetzt nicht bald mal regnen täten tat. Eieieiei, Freunde. Gute Dusche, effiziente Dusche, ja. Wir müssten wirklich nochmal eine gute Dusche bauen. Ich warte ja nochmal auf eine Blaupause für eine gute Dusche. Ja, Rohre fehlen ein bisschen. Und zwar 12 Stück. Na, das können wir uns im Moment nicht leisten. Aber wenn hier der Recycling-Stuff fertig ist, dann werden wir die hier mal dekonstruieren, die gute Dusche. Dann gibt es nochmal eine effiziente Dusche. Aktuell müssen wir uns aber mit dem begnügen, was wir haben. Und müssen auch ein bisschen gucken, dass wir mit dem Wasser ein bisschen haushalten. Intelligenz, der kann noch ein bisschen spielen. Jemand in der Ferne, interessiert nicht. Ferne interessiert uns nicht. Wir werden mal hier Kraftstoff hinzufügen. 0,4, jetzt laufen beide Recyclinganlagen. Ist trotzdem bei 0,4, war vorher schon 0,4. Also meine Theorie, dass das da so viel Einfluss hat auf den Stromverbrauch, diese Recyclinganlagen, hat sich nicht so ganz bestätigt. So, komm, du kannst nochmal weiterlesen. Du kannst hier auch noch ein bisschen trainieren. Du spielst nochmal Musik. Einmal horchen, was es noch hier gibt. Außer der theatralischen Klassik. Ist ja fantastisch. Ist beruhigt zumindest. Aber hatte auch ein bisschen was von Filmmusik, ganz ehrlich. Vielleicht sind die Entwickler ja Liebhaber von guter Musik. Also von Filmmusik. Hat ein bisschen was von Filmmusik gehabt, finde ich schon. So, wir müssen hier noch ein bisschen reparieren. Wie geht's der guten Deborah? Die kann auch noch ein bisschen lesen. Und du kannst weiter spielen. Und wir gehen natürlich ans Funkgerät. Und hoffen natürlich weiter, dass es demnächst mal regnet. Sonst wäre das ungünstig. Sage ich mal, für unser weiteres Überleben hier im Bunker wäre ein wenig Regen gar nicht so schlecht. So, was macht die Maria? Macht nix. Machen wir Übertragung annehmen. Okay, Objekte durchsuchen. Ja, 1, 2, 3, 4. Guckt mal, dann haben wir das voll. Das haben wir auch voll. Und wir merken, wir können uns alles mitnehmen. Es ist fantastisch. Aber ich glaube, bis jetzt noch kein Gummi gesehen, ne? Also das wäre nochmal eine Maßnahme, ein bisschen Gummi einzusammeln. Schauen wir mal. Eigentlich müssen wir da was finden. Ich meine, wir haben jetzt genug Masken. Wir haben arschvoll Antistrahlungstabletten. Also es... Die nächsten Expeditionen sollten gesichert sein. Und wir finden ja auf den Expeditionen auch immer wieder was. Also, das ist kein Problem. Sie geben uns Signale. Oh Mann. Oh.
Du, komm her. Jo, schön dich kennenzulernen. Bringen wir es hinter uns, ich verschwende hier meine Zeit. Willst du handeln oder was? Wir sind einer Meinung, das gefällt mir. Leute wie wir werden diesen jämmerlichen Planeten wieder aufbauen. Mit jedem Deal ein bisschen mehr. Zusatzsicherung, Blumensamen und so einen ollen Laptop. Wir brauchen höchstens die Sicherung. Aber selbst die ist jetzt nicht so... Aber eher noch als die Kohle, also machen wir das. Und dann... Ja, tipptopp. Jo, Nägel, Ventil, Farbe. Na, Nägel brauchen wir nicht. Okay, was ist mit der Platte hier? Geht auch nicht. Ah, so eine Platte, Schaltplatte 25 im Besitz. Ja, Drähte sind ganz gut. Motor auch, Schalter auf jeden Fall mitnehmen. Wolle brauchen wir nicht, nehmen wir lieber noch die Platte mit. Meine Lieben, das Wochenende naht. Ich wünsche euch ein wunderbares und hoffentlich auch mit mir. Bis morgen. Wir sehen uns. Ciao, tschüss. Dein Lumi.